Es ist Seenachtsfest am Bodensee und was bietet sich da nicht mehr an als Feuerwerksfotografie? Und wenn auch du schon immer Probleme hattest beim Feuerwerk fotografieren oder dich das einfach nur interessiert, wie ich meine Feuerwerksbilder mache, dann solltest du an diesem Video dranbleiben. So, herzlich willkommen zurück nach dem Intro auf meinem Kanal. Ich bin Dennis von der Pfleka Fotografie vom Bodensee und es freut mich, dass du dran geblieben bist und dass du dich für dieses Video interessierst und dass du wieder zuschaust. Bevor wir mit dem Feuerwerk beginnen, was gehört zum Feuerwerk dazu? In allererster Linie brauchst du eigentlich nur eine Kamera und ein Objektiv und ein Stativ. Mehr brauchst du im Grunde eigentlich nicht, um Feuerwerk zu fotografieren. Jetzt kommt es auf die Einstellungen an. Die Einstellungen variieren je nach Objektiv, ob du ein lichtstarkes Objektiv hast oder ob du ein eher nicht so lichtstarkes Objektiv hast. Hast du ein eher lichtstarkes Objektiv, kannst du mit der ISO relativ tief bleiben. Hast du ein nicht so lichtstarkes Objektiv, solltest du mit der ISO irgendwo zwischen 400 und 800 variieren und die niedrigste Blende, zum Beispiel 4.0, wählen. Dein Objektiv sollte irgendwo im Bereich 70 bis 200 sein, wenn du weiter weg bist. Und wenn du näher dran bist am Feuerwerk, zum Beispiel direkt vor dem Brandenburger Tor am Feuerwerk, dann reicht auch ein 14-35, sodass du ordentlich fotografieren kannst. Also hier liegt es ganz in deinem Ermessen, welche Motive du mit auf dem Bild haben möchtest und was du fotografieren willst. Die Verschlusszeit sollte irgendwo zwischen 5 und 10 Sekunden liegen, sodass du das Feuerwerk ordentlich als ziehendes Feuerwerk nachher mit drauf hast. Solltest du das Feuerwerk allerdings in der Momentaufnahme haben wollen, dann reicht auch 1 bis 2 Sekunden. Allerdings finde ich, sollte ein Feuerwerk auch als ziehendes Feuerwerk richtig schön am Himmel erkennbar sein. Ich habe mir mein Stativ dort vorne schon oberhalb von Meersburg, so dass man richtig schön in die Konstanzer Bucht reingucken kann, schon aufgebaut. Und ich nehme dich jetzt einfach mal kurz mit an mein Stativ und zeig dir, wie meine Spotausrichtung aussehen wird. Ausrichtung auf die Konstanzer Bucht mit meinem 70-200 2.8. Du siehst also, es kommt immer ganz darauf an, wo das Feuerwerk stattfindet und was du fotografieren willst. Und je nachdem, welches Motiv du fotografieren willst. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ich zeige euch meine Bilder jetzt, die heute Abend entstanden sind. Viel Spaß dabei. Übrigens auch noch cool zu wissen, und zwar die ganzen hellen Lichter vorne auf dem Bodensee, das sind alles Schiffe, private Schiffe, Passagierschiffe von der Bodensee-Schifffahrtsgesellschaft. Da kann man übrigens auch Tickets buchen und kann direkt mit dem Schiff bis unter
das Konstanzer oder unter das Feuerwerk fahren und kann in die Konstanzer Bucht vorne reinfahren. Ihr seht es hier, die ganzen hellen Lichter auf dem Bodensee. Also wenn ihr das mal live und direkt vor Ort unterm Feuerwerk erleben wollt, dann kauft euch nächstes Jahr ein Ticket und fahrt direkt in den Konstanzer Trichter zum Feuerwerk. Bei hellerem Feuerwerk ist es natürlich sinnvoll, die Blende weiter zu schließen, was ich beim Kreuzlinger Feuerwerk tun musste, da dieses ziemlich hell war dieses Jahr. Allerdings bin ich mit der Belichtungszeit auf 8 Sekunden hoch, damit das Feuerwerk einfach schöner zur Geltung kommt. Ja, das war's. Fotografieren, Feuerwerk am Bodensee, Seenachtsfest 2023 hat ein Ende. Ich fand, dieses Jahr hat Kreuzlingen definitiv das größere und schönere Feuerwerk abgeschossen, aber das liegt bekanntlich auch immer im Auge des Betrachters. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und konntest wieder was mitnehmen oder warst auch einfach nur begeistert von den Bildern und hast es genossen, das Feuerwerk am Bodensee zum Seenachtsfest in einzelnen Bildern sehen zu können oder den Zeitraffer, den ich zufällig auch noch aufgenommen habe. Sollte dir das Video gefallen haben und solltest du in Zukunft auch weiterhin bei meinen Touren oder bei meinen Fototipps dabei bleiben wollen, dann würde ich mich doch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du die Glocke aktivierst. Hat dir das Video einfach nur so gefallen, lass doch einfach einen Daumen nach oben da oder schreibe auch gerne in die Kommentare, welches dieser Bilder dir heute Abend am besten zugesagt hat. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich gehe jetzt nach Hause ins Bett und bringe meine Kinder nach Hause, die ich übrigens heute Abend auch dabei hatte. Denn die wollten das Feuerwerk natürlich auch nicht verpassen. Ist ja auch ein großes Event am Bodensee. Also steht auch bei dir bald das nächste große Feuerwerk an. Trau dich raus, nimm deine Kamera, mach deine Bilder und schick sie mir gerne auch mal zu, wenn du nach meiner Anleitung fotografiert hast. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage, die ich hier einblende. Und vielleicht guckst du auch mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Ich würde mich freuen, auch dort was von euch zu sehen oder von euch zu hören. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich hoffe, bis nächstes Mal. Tschüss, ciao, euer Dennis vom Bodensee.